das ist natürlich toll, dass wir als Brandenburg in dieser Sportart, und wir sind nicht nur die besten Kanuten, die besten Schwimmer, die besten Ruderer oder Turner, sondern wir haben auch die besten Skispringer. Das ist natürlich toll. Und deshalb unterstützt das Land natürlich auch insgesamt den Sport, den Leistungssport, den Vereinssport. Und insofern sind wir Sportland Nummer 1 in Deutschland. So ein schöner Zauberteppich, der die Springer nach oben befördern würde, auf dass sie noch mehr Zeit für das eigentliche Training haben. Wie stehen Sie denn dazu? Es ist auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Ich glaube, das Projekt der Beförderungsanlage für das Schanzenareal ist, ja, ich würde mal sagen, bald unterschriftsreif. Da bedarf es aber noch mal einer abschließenden Klärung. Und dann, glaube ich, sind sie eine Attraktion hier reich. Weil ich wünsche mir vor allen Dingen sportliche Erfolge, aber die kann man nur erringen, wenn man fleißig trainiert. Und insofern will ich alle ermuntern, natürlich auch die Trainer unterstützen, dass wir hier dieses Highlight im Norden Brandenburgs weiterhin ausbauen und dass wir hier auch nicht nur wie Max und Moritz, die wir jetzt nach Oberhof delegieren haben, sondern dass wir hier auch weiterhin Spitzensport haben im Wintersport hier in Bad Freienwalde. Und deshalb drücke ich alle Daumen. Wie Sie wissen, ich bin ein armer Mann als Finanzminister. Moment, macht mal alle. Oh. Und insofern versuche ich natürlich das, was ich kann, mit hier zu unterstützen. Und insofern drücke ich alle Daumen, dass das alles wird. Kamila Socha, 32. Wszyscy dla Kamila podskoczni w Bad Freienwalde. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? So, wir nutzen die Chance ganz kurz dazwischen und werden jetzt den Vertrag zwischen unserer Gemeinde und der polnischen Gemeinde Witnica unterzeichnen. Wir nutzen die Chance auf der Bühne. Die Zeit schreitet hier voran, auch wenn der Springer jetzt kommt. Margoszeta Lowatka wird die Vertretung übernehmen für Witnica und der Bürgermeister und meine Wenigkeit werden hier unterzeichnen. Wir vollziehen jetzt die Partnerschaft sozusagen. Witamy tutaj wszystkich, będzie właśnie podpisywana będzie współpraca między miastem Bad Freienwalde a miastem Witnica przez panią... Ja, das war der erste, fast 70er, 69 Meter für Gabriel Kukuczka. Auf dem Weg nach unten jetzt schon die 122 Jakob Wieselka, WSS Wismar. We'll be right back.
liebe Skifreunde, liebe Gäste beim Skispringen hier in Bad Freienwalde, beim BSV Bad Freienwalde, bei Bad Freienwalde 1923 e.V. Wir haben heute vor der Siegerehrung eine wichtige, sehr wichtige Auszeichnung vor. Ich möchte einen Mann ehren, oder wir möchten einen Mann ehren, der wirklich von ein Urgestein des Skisports hier in Bad Freienwalde ist. Ohne ihn würde es die wunderschöne Anlage hier nicht geben. Er kümmert sich um vieles, organisiert vieles und holt, was das Wichtigste ist, das Geld heran, damit das alles finanziert werden kann. Günter Liedige, der Schatzmeister. Heutige Veranstaltung nutzen, um Günter Liedige die Verdienstnadel des Landessportbundes Brandenburg in Silber zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch dazu und einen herzlichen Applaus. Herzlichen Dank. Der Max Unglaube als Springer von hier, von Bad Freienwalde, von unserem nördlichsten Stützpunkt, gehört mittlerweile in Deutschland zu den besten Springern, zu diesen Siegern, was wir haben auf unserem großen nationalen Wettkampfsystem, unserem Deutscher Schülercup, den wir jedes Jahr mehrere Male austragen. Und da gibt es sogar eine Gesamtwertung. Und der Max hat die Gesamtwertung gewonnen. Hier kommt der Jubel für unser Ass, Max Unglaube. Unser Super-Ass. Eine Koordinationsleiter, Stefan. Ich glaube, das ist was, das braucht man regelmäßig im Training, vom Athletiktraining bis hin zum Aufwärmen an der Sprungschanze. Ich verwende sowas immer sehr, sehr gern und ich hoffe, du wirst damit auch Spaß haben. Der Deutschland und Polen, sportlicher Satz, richtig wird, Konkurrenten auf den Schanzen der Welt. Aber wir wissen, dass sie kooperieren, dass sie zusammenarbeiten und wie sieht diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen im Skisport aus? Also ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken für die Gastfreundlichkeit bei Ihnen. Da komme ich ja schon seit Jahren hierher. Es ist ja sehr schön hier. Die Zusammenarbeit, die finde ich ganz toll. Die wichtigsten Personen allerdings, am Anfang hatte man gesagt, ist ja der Adam Małysz und der Apollonius Steiner. Das sind die wichtigsten Personen der polnischen Skispringen. Dzięki której nasze kluby z Polski, kluby z Beskidu oraz kluby tatrzańskie mogą tu do Państwa przyjeżdżać i brać udział w takich wspaniałych zawodach dwa albo trzy razy w roku. Tak jak powiedziałem, jest to współpraca, która trwa już wiele lat. Ja pamiętam, że mój pierwszy przyjazd tutaj do Bad Freienwalde był w 2004 roku, czyli 15 lat temu. I za to serdecznie Państwu w imieniu polskiej ekipy oraz Polskiego Związku Narciarskiego serdecznie dziękuję. Diese Kooperation zwischen Deutschland und Polen im Nachwuchs finde ich extrem wichtig. Es zeigt, dass wir zusammengehören, dass wir eine EU sind und dass wir hier auch zusammen Kinder im Sport entwickeln können. Begonnenen Projekt schon einiges in Gang gesetzt worden und das wollen wir auch über drei Jahre hinweg demnächst auch mit unserem Verband, mit dem Sparkassenverband, auch weiterhin unterstützen. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif, also das ist noch im Machen. Gold, Silber und Bronze, uns treibt die gleiche Vision. Schneller, höher, weiter, der sportliche Ruhm ist der Lohn.
Dem Sport gehört unsere Liebe. Er macht uns so stark und so froh. Sport bringt die Menschen zusammen, hier und auch anderswo. Ja, hier und auch anderswo. Es schlägt die Stunde der Wahrheit. Wer wird der Sieger sein? Einer kann nur gewinnen, der Champion im Glorienschein. Gegner, die sind unsere Freunde, obwohl man's im Kampf nicht bemerkt. Und Fairness steht immer ganz oben, die unseren Teamgeist bestärkt. Die Hände! Gold, Silber und Bronze, uns treibt die gleiche Vision. Schneller, höher, weiter, der sportliche Ruhm ist der Lohn. Dem Sport gehört unsere Liebe, er macht uns so stark und so froh. Sport bringt die Menschen zusammen, hier und auch anderswo. Ja, hier und auch anderswo. Und dann die Stunde der Wahrheit. Wer wird der Sieger sein? Einer kann nur gewinnen, die Champion im Glorienschein. Kinder, die sind unsere Freunde, obwohl man's im Kampf nicht bemerkt. Und Sehnsucht steht immer ganz oben, wie unseren Team.